Willkommen zurück zu ja, Super Mario Bros. Wii. Im letzten Part haben wir den Timber Tower, die erste Hälfte von Yoshi's Island geschafft. Haben wir Welt 5.1 weiter, oder in 1.5 besser gesagt, in Fuzzy Canyon oder Fuzzy Canyon. Ja, warum ich schon so weit bin? Ich habe vorhin eine Aufnahme gestartet. Wusste nicht, wie ich das wieder rückgängig machen kann. Und jetzt fällt mir gerade ein, wie ich das machen hätte können. Zeigen kann ich das auch nicht, Mist. Dann zeige ich euch das Level gleich nochmal, dann machen wir kurz das Ende hier durch. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. So, aber ich bin ja auch vorhin... Den ja auch vorhin richtig abgekackt. Oh, ich habe jetzt... Ach, wisst ihr was? Naja, kann ich ja noch nicht... Ja, an der Stelle bin ich etwas abgekackt. Denn da gibt es die dritte Starcoin. Was wir jetzt machen werden, wir gehen zum Titelbildschirm. Der sich übrigens auch verändert. Das kann ich euch auch dann mal gleich zeigen. So. Dann schauen wir mal. Denn je nach Welt verändert sich der Titelbildschirm hinten. Ja, Super Mario Bros. Wii. So, kann natürlich jetzt mal weitergehen. Das ist mein erster Spielstand noch gewesen, wie damals. Aber was heißen jetzt diese Totenköpfe? Also die Bowser-Flaggen. Das frage ich mich jetzt ehrlich. Wenn ihr jetzt vielleicht wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Das würde mich echt gerne interessieren. So, jetzt soll das eigentlich genau. Jetzt soll es also wieder normal sein. Unsere Leben haben wir wieder. Ich bin normal groß. Als wäre nichts passiert. Fuzzy Canyon, Welt 1.5. Die Musik mag ich sehr, denn hier ist sie... beschleunigt worden. Die mag ich allgemein sehr gerne. So, und hier kriegen wir einen Propellerpilz. So. Dann gucken wir mal. Fahren wir um. Ich glaube, wir fahren mal oben lang. Ich weiß nicht mehr. Doch, ich glaube, es ist die richtige Entscheidung gewesen. Oh, kein Wunder, warum heißt Fuzzy Canyon. Oh. Da habe ich mir den blödsten Weg ausgesucht. So. Und hopp. Und hopp. Und da wäre die erste Starcoin. Gut, noch ein Propeller. Schade, dass man hier nicht so ein Item speichern kann. Wie es im zweiten Teil war. So, wo ich hier jetzt langfahren muss, ich habe keine Ahnung. Ich fahre mal jetzt mal oben lang. Sieht auf jeden Fall sicherer aus. Okay, der zweite kommt jetzt zu uns. Ach. Kacke. Oh. Skille. Vom Feinsten. Oh. Ich will mal wissen, nur in welchen der Propellerpilz ist. Falls ich abkacken sollte, so. Und jetzt wären wir wieder an der gleichen Stelle wie vorhin. Dann hätte ich das auch geregelt. Hier noch ein One-Up holen. Und weiter geht's. So, jetzt habe ich es nicht versauen. So. Denn ich hätte jetzt überall nämlich die Schalter betätigt. Das habe ich auch gemacht. Ich darf es aber nicht machen. So. Denn sonst kommen wir nicht zur dritten Starcoin. Naja, wobei, vielleicht mit Propellerpilz. So, noch mal ab. Wir haben... Wow, besser als von einer Probe. Sogar mit einem Propellerpilz sind wir hier rausgekommen. Rau. Rau. Oh. So, haben wir es geschafft. Oh ne, das sieht nach einem Wasserlevel aus. Und noch mit Propellerpilz. Naja, Welt 1.6. Rainshit Pond? Heißt das was? Keine Ahnung. Oh, doch kein Wasserlevel, doch. Ah. Ja, ich muss es leider nehmen. Propellerpilz kann mir hier nicht... Warte mal. Was ist das hier? Was ist das? Hier sind gelbe Blöcke. Für die grüne Röhre wahrscheinlich. Wo geht's denn hier lang? Okay. Was hat denn... Ach komm, gibt's doch gar nicht. Komm, hier müsste es aber einen neuen geben, oder?
Oh, naja, immer ein Pinguin. Da, der Pinguin. Ja. Komm schon, fahr mich da runter. Oh, danke. Oh. Auf jeden Fall geil. Ich hoffe, ich übersehe jetzt gerade nichts. Ich hoffe, man kann nicht zu weit nach oben schwimmen. Hä? Ich bin jetzt aber ein bisschen durcheinander. Hier ist schon der Speicherpunkt und nicht mal eine Starcoin. Hallo? Auf jeden Fall muss ich irgendwas übersehen haben. Halt, das sieht doch hier sehr verdächtig aus. Aha! Wie soll man das denn schaffen? Ach ja, oh. Naja, aber das wäre die zweite Starcoin. Also die erste haben wir auf jeden Fall schon verpasst. Und mein Gefühl sagt mir doch, ich muss doch irgendwo was Neues geben. Wahrscheinlich eher hier. Oh, Wasserlevel geht gar nicht. Oh, ah, komm schon. Also der Pinguin Mario im Wasser, praktisch. Kann ich nur empfehlen. Die kann ich doch töten, oder? Jo, kann ich töten. Aber wie soll man, das sieht doch auch sehr verdächtig aus, oder? Nö, ist aber leider nichts. Ja, wo soll denn was sein? Das nur. Oh! Das ist ja richtig mies. Aber meine gelben Blöcke hat denn. Ah, okay. Ja, komm. Oh. Also, hierzu sage ich doch auf keinen Fall nein. So. Auf jeden Fall, 3 Starcoins haben wir. Die erste. Dann müssen wir irgendwie gleich nochmal reinsuchen. Wahrscheinlich, weil ich davon irgendwie diese Abkürzung benutzt habe. Na, den Dreiersprung habe ich zu früh eingesetzt. Naja, Level geschafft eigentlich in einem Ruckzuck im First Strike. Aber leider nur 2 Starcoins. Ach. Und warum leuchtet das Feld jetzt so lila? Darf ich das verstehen? Warum sind da oben jetzt 2 Flaggen? Ah! Vielleicht für den Secret Exit. Das kann natürlich sein. So. Wahrscheinlich ist es dann die eine grüne Röhre, die da hinten war. Okay. Aber wo kriegen wir diese gelben Dinger her? Nee, wir starten doch jetzt genauso hier. Muss ich nicht verstehen. Das heißt, ich habe die irgendwo hier unterwegs verpasst. Gut. Wahrscheinlich irgendwo in den Wänden oder so. Oh, komm, die. Ah, gibt's doch gar nicht. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Guck doch mal da am Seetank. Oh. Ich bin blöd. Wahrscheinlich war ich hier vom Wasserlevel so fixiert, dass ich sie übersehen habe. So. Oh, da hätte man echt einsammeln können, ja. Ja, auf jeden Fall wissen wir jetzt, wo sie ist. Dann können wir hier langsam einmal. So, wir sind ein schöner Pinguin. Ein schöner Pinguin, der rum hier flattert. Ja, ja, blöde Muschel. Oh, soll ich mit... Ah, komm. Ah, hä? Ach, jetzt ist er wieder so. Nappy Switch dieses Mal nicht, weil ich jetzt den Pinguin verloren habe. So. Dran denken dieses Mal, den... Sprung nicht so früh einsetzen. So, hier nehme ich einsetzen jetzt. Hä? Wäre ja sogar noch schlechter. Er macht ja nichts. Das Level wäre geschafft. Was will man mehr? Was will man mehr? So, ich weiß gar nicht, wann ich die Aufgabe gestartet habe. Dann mach ich mal so. Also, wir müssen scheinbar ein Secret Exit sein. Wo geht's jetzt hier lang? Ach, das ist der Tempel. Interessant. Das ist 1,8. Wo ist denn 1,7? Wahrscheinlich das Secret Exit.
Warum ist da so ein gelber Schalter versteckt? Switch, Shift, was? Switch, Shift, Growth. Ach du Kacke. Okay, Feuerblume. Ich hätte gerne eher so ein Propeller. Okay. Okay, da geht's rein. Soll ich da reingehen? Muss ich anscheinend, ne? Denn da ist ja diese Röhre. Okay. Ah, oh. Ah. Kommt noch wieder hoch? Nö. Was ist das für ein Spaß? Wer denkt hier denn so Mist aus? Jetzt war so in die Röhre rein, um den zu betätigen. Okay, jetzt müssen wir da. Ein lustiger Einfall, ein lustiger. Okay. Ein lustiger Einfall auf jeden Fall. Nun ja. Die erste Star-Kontrolle. Okay, hier können wir rein. Auf jeden Fall müsste doch irgendwo die Star-Kontrolle. Och, nö. Ach, sowas kann ich gar nicht. Oh, ein Glück. Aber die zweite. Das gibt's doch gar nicht. Komm ich hier wieder rein? Oh. Ah, okay, die schickt mich da zurück. Zurück, können wir zurückgehen? Oh, können wir doch nicht zurückgehen? Ich nehm's zurück. Oh, Mann. Ja, speichern bitte. Es gibt doch nicht. Warum vergesse ich immer die erste Starcon? Die erste müsste eigentlich am einfachsten sein, oder nicht? Ja, dann kommt da noch irgendwas? Anscheinend mal nicht. Mann, das ist doch richtig mies. Aha, dachte ich es mir schon. Denn das habe ich mal zufällig nämlich in diesem Trailer gesehen, was ich mal erzählt habe vorhin. Oh. Das Secret Exit ist das. Wir haben ein Secret Exit gefunden. Aber gut zu wissen, wir müssen so hier rein. Wir uns für die erste und die dritte Starcoin. Das ist schon mal. Ja, ja. Schön zu wissen. Guck mal, es leuchtet wieder so lila. Okay. Ah. Aha. Der Cable Bottom. Dann aktivieren wir den nochmal am besten. Was ist das? Yellow Switch Palace. Der gelbe Schalterpalast. Oh, das haben sie auch hier eingebaut. Naja, konnten wir auf jeden Fall gut einsagen. Das finde ich immer sehr schön gemacht mit den Bit Mario und Luigi. Und hier ist auch ein Bit Goomba und ein Mario. Und hier ist der Schalter. Da. Ja, ja, ja. Yellow Switch Palace. Geil. Auf jeden Fall eine schöne Sache, dass sie wieder sowas eingebaut haben. Speichern. Natürlich. Warum nicht? Genau, jetzt leuchtet nämlich die rote Flagge. Okay, dann ist da auf jeden Fall auch ein Secret Exit. Sollen wir uns das jetzt schon holen? Ne, das machen wir gleich. Wir gehen erstmal hier rein. Und die beiden Star Coins. Switch Shift Growth. So, die erste Star kommt. Muss man so ein bisschen drauf achten. Oder irgendwas im Boden versteckt? Aber glaube ich nicht. Hier drinnen, vielleicht hier so links. Oh, hier oben ist eine Röhre. Ja, und da ist die Starcoin. Ja.
Naja. Die SSD-Kommentare haben wir auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Auch wenn es gerade mies war. So, den Vogel nehmen wir mal mit hier. Bäh. Das war jetzt richtig dumm von mir. Ich hoffe, ich kriege hier irgendwo jetzt... Ja, jetzt kommt diese Leier wieder. Gut, dann müsste auch gleich die zweite Starcoin kommen. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück. Hallo, auf den Piece Switch. Auf den Yellow Piece Switch, um genau zu sein. Okay. Und dann müssen wir hier runter. So, ja, hier kommen wir diesmal leider nicht durch. Dann müssen wir hier rein. Kommen wir hier raus. Oh, und ein Speicherpunkt. So, hier müsste irgendwo eine Feuerblume wahrscheinlich sein. So, die erste Starcoin haben wir. Wir sind wieder groß. Haben das Secret Exit gefunden. Das ist sehr schön. Gibt es eigentlich auch Geisterhäuser? Ich hoffe nicht. Obwohl, die sind ja immer so schön knifflig. Genau, wenn man jetzt genau... Ach so, weiter. Das ist ja richtig fies. Okay, es kommt hier so ein Mist. Auch nett gemacht. Oha, das ist ein... Ah, okay, das Trampolin brauchen wir auf jeden Fall. Sonst würden wir nicht an die dritte Star kommen. Was ist das hier? Wollen wir vielleicht hier so rauf? Oh, ganz... Oh, der Messer... Und der Messer ist auch noch... Das gibt es doch gar nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir das Secret Access, das normale, alle Star Coins. Sehr schön. Ah, und das ist das Schloss. Hä, wenn das das Schloss ist, was ist denn unten, oben für ein Tempel? Was ist das hier Schönes? Challenge House 1. Oder A, besser gesagt. Aber bevor wir irgendwas weitermachen, machen wir erstmal das Secret Exit hier in Reshet Boot. Wir wissen ja, wo es ist. Wo die gelben Blöcke waren. Was gab es hier? Ein Pinguin, oder? Eine Eisblume. Wir behalten wohl, glaube ich, erstmal ihn hier. Die Feuerblume ist besser als gedacht. So, genau, jetzt können wir nämlich hier rein, weil da gehen wir in das normale Level wieder rein. Ach, wir können auf dich raufspringen. Komm, das ist mir zu blöd. Oder muss ich die vielleicht einsammeln? Starcoin-mäßig taucht hier nichts auf. Hier irgendwo was versteckt. Gehen wir mal durch die Röhre gucken, wo wir hinkommen. Es müsste irgendwo ein Secret Exit. Ach, wir haben noch alle Starcoins. Oh, der Vogel her. Oh, ich bin wieder so blöd. Ja, ich muss mich entscheiden, entweder hoch oder ja. Okay. So, und hier müsste jetzt das... Geht es oben noch hoch? Aha. Vor allem One-Up? Naja. Besser als nichts. 24 Leben. Das muss einer meiner Rekorde sein. Mist, das hab ich so versaut. Ich glaube, hier war auch kein Speicherpunkt, oder? Naja, gehen wir noch da rein. Da war ich ein bisschen zu voreilig. So, dann schauen wir mal. Erstmal hier den Pilz kriegen wir ja dieses Mal. So. Aber wir wissen ja, wo wir ein One-Up herkriegen. Naja. Falls wir da hinkommen sollten. Naja, jetzt haben wir wieder eins bekommen. Ich glaube, hier war es, ne? Oh, ich blöd. Naja, wir haben eins gekriegt. Ja, komm erstmal hier rüber. Immerhin verliere ich hier kein Item wie vorhin, weil ich diese scheiß Münzen eingesammelt habe. Denn ich dachte, da gibt's die letzte Sternmünze. Und dabei haben wir sie ja sogar. Ah.
Na, vielleicht hätte das doch Item doch mal vorhin einsammeln sollen. Ja. Genau hier war das extra Leben. Das holen wir uns natürlich. So. Jetzt muss man jetzt hier genau nachdenken, wie du machst. So. Jetzt warten, bis er weg ist, springt er hoch. Aber trifft uns nicht. Und da wäre der Secret Exit. Ich finde es halt gemacht, dass sie es markiert haben. Wow. Wo ein Secret Exit sein könnte. Auf jeden Fall ein großer Vorteil. Den letzten kriege ich nicht mit. Denn ich weiß nicht, wo ich bin. Aber wir haben es geschafft. 26 Leben. Sehr schön. Secret Exit gefunden. Und da gucken, wo er uns überhaupt hinführt. Da bin ich doch eher mal gespannt. Okay, ins Wasser irgendwo anscheinend mal hin. Aber soll uns nicht stören. Wir machen jetzt im nächsten Part weiter im Tangle Chapel. Ach, das ist Level 1,7. Oh, ich bin blöd. Ja, Lese war noch nie meine Stärke. Wir sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.